Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Bergischen Land mit dem Maschiere und dem Patti. Hallo. 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 So, wieder zurück am Aggau. Pellets produzieren. Und Patti verkauft weiter und Maschiere bricht weiter. So, dass wir auf alle Fälle alle Hände voll zu tun haben. Wann hast du schon eine Reparaturrunde gemacht? Noch nicht, noch keine Zeit gehabt. Jo. Das war dein 1050er. Okay. Das war der Bremers. Naja, die Maschinen sind halt die ganze Zeit in Action, ne? Also in Action? In Action. Es hat ein Zuschauer in die Kommentare geschrieben, warum ich immer nachgucke, wer was gekauft hat, wenn es geleckt hat. Das weiß ich eigentlich auch nicht, warum ich das mache. Das ist ein Neugier. Ich bin eigentlich, ja, Reflex, Neugier, wahrscheinlich ist es alles davon, weil man will es halt wissen. Ja, aber mehr, warum das jetzt genau? Ich habe keine Ahnung, muss ich sagen. Einfach nur neugierig. Wir mögen keine Geheimnisse. Wir mögen einfach keine Geheimnisse. Oh, ein Paul nicht? Kommt zu mir. Oh je. Oh je. Der tankt mich beim Fahren ab, der liebe Paul. Das muss man jetzt auch mal so sagen, ne? Ui. 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 Okay, gut. Okay. Einer müsste dann mal nochmal mit der Mühle zum Händler. Warum? Da sind noch 231 Liter Luprosier drin, oder nur noch? Dürfte für den Moment noch reichen. Gut. Ich sehe so einen schönen Schreifisch. Also Patti siehst du schon von Weitem, das ist ja Wahnsinn, ey. Inboxer. Wie sieht man von Weitem? Ich hab doch gar nicht die Randale leuchtet. Nee, nee, aber mit den Containern und mit den vielen Achsen, da fahren nicht viele rum. Oh. Du bist gerade stehen geblieben. Ich weiß. mich hat vielleicht ein kleines Rücken ausgebremst hier. Man kann ja nichts ohne Beobachtung machen. Naja, die Felder sind halt sehr weitläufig und deswegen keine Gebäude weit und breit, also nicht viele zumindest. Von dem her habe ich einen sehr, sehr guten Einblick. Schlecht. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Ich mag das nicht, wenn man mich beobachtet. Deswegen fahre ich jetzt aus deiner Schusslinie. Lalalala. Du, wie kam mir das auf der Holzer langsamer vor, wo wir Pellets gemacht haben? Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht täusche ich mich auch. Ja, da war auch die Schwarte höher. Ja, doch, ja.
Achso, er fährt. Sie ist dann halt hier mit dem Trigger los. Die 6000, die hast du, ne? Also. Hm? Sag's doch. Patti, was machst du denn? Patti? Wie soll man das denn dem Steuerberater erklären? Der Trigger mag mich heute hier überhaupt nicht. Fahr doch quer hin, nicht längs. Na, ich stehe doch quer. Weil siehst du mehr und so. Ne, das war woanders. Hat die verkauft den Häppchen. Scheibchenweise. Ja, kannst du keinem erzählen, ey. Na, war's das jetzt? Da warst du bei dir genau. War's das jetzt? Komm noch was, oder? Nö. Das hängt da vielleicht ein bisschen fest gerade? Warte, willst du Primus fahren? Wieso kann ich jetzt gerade hier in den LKW nicht einsteigen? Ah! Ist er abgeschlossen? Nee, jetzt geht's wieder. Wenn's explodiert, war's ich. Alter, ich hab mich voll auf den Zaun festgefangen. Oh. Nein. Oh, nee. Oh, doch. Mit so viel Druck ausgeübt und so. Der Container mag wahrscheinlich keinen Druck. Du musst mehr mit Liebe arbeiten. Und mit einem technischen Verständnis für das Material. Was für ein Vieh? Ja, genau, das fehlt ja. Das zu Weihnachten gibt es eine Packung Maschinenkenntnis. Okay, freue ich mich schon drauf. Boah, der Unimogger, der war auch schwer zu ziehen, ey. Das sieht, wenn's explodiert, ich weiß nicht. Das sieht besser aus auf alle Fälle. Ja, ja, jetzt muss ich erstmal hier den anderen Container noch irgendwie wieder rausmanövrieren. Wir hätten uns vielleicht doch so einen Anhänger behalten sollen. Ha! Hingekriegt. Alles gut wieder.
dachte, ich erledige meine Upsi selber. Und keiner hat's gesehen. Große Nachfrage bei Mühle Krampe. Ich trau mich wetten, nichts für uns. Nö, nee, Mühle Krampe. Welchen Anhänger willst du noch behalten? Ja, den von den alten, was wir hatten. Also. Karotten-Nachfrage, ja, das ist natürlich. 519.000 Euro auf dem Konto. Gut, wenn es vorangeht. Hast du noch was verkauft jetzt? Nee, ne? War wahrscheinlich durch die Pellets. Das war durch die Pellets, weil ja. Bei mir war bei 489 oder knapp 490.000 Euro Feierabend. Ja, das denke ich mir. Leichte Lecky Party heute. Ja, wenn ich Innenansicht fahre, geht's. Wenn ich langsam fahre, ja, aber wenn du. Je schneller du fährst, desto schlimmer wird's halt, ne? Mhm. Oh oh. Was denn? Oh oh. Irgendeiner ist. Paul ist gerade eingerastet. Eingerastet? Ja, mit dem Unimog volles Ballett irgendwo so gerade neigekracht. Schön. Ja. Muss auch mal sein, ne? Das ist richtig. Hat sich wahrscheinlich erschrocken, weil ich hier mit dem großen Gerät fahre. Oh Gott. Oh Gott. Na, das geht sich so gerade so aus. Wenn auch Werner oh Gott sagt, klingt's, ist es meistens nie gut. Wie geht denn da noch rein in den Anhänger? Schwierig zu sagen. Maschere, bist du fertig mit Dreschen? Ja, im Moment ist nichts reif, ich bin am Dreschen. Pflügen. Okay. Hol dir also doch ein Fenster zum Pflügen. Wir haben noch die Kohle. Ja, ich brauche aber auch noch Kalk, deswegen brauche ich noch. Ah, okay. Ich merke, hier wird überhaupt kein Druck ausgeübt. Ich glaube, du fasst das einfach nur falsch auf, Patti. Also was wir der Marschier und ich dir sagen wollen. Du bist so langsam. Hab ich's verstanden. Mach hinne. Ehrlich. Ich brauch die Peitschen-App wieder, ey.
Gut. Nö. Aber wir sind erstmal fertig für heute. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich den zweiten Fan kaufen. Mal gucken, wie es wird. Und welche Farbe es wird. Mal schauen. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.